Mist. Also nicht, dass ich wüsste. Gott. Schieß mich einer. Warte, kannst du haben einen Moment. Ich finde keine Kohle, aber ich finde Eisen. Oh, immerhin. Oh. Und Lava. Hatten wir keine Wüste hier? Jetzt überlege ich gerade die ganze Zeit. Ja, ich... Also, Dschungel wüsste ich, aber Wüste glaube ich wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Wir waren mal in einer, aber das ist schon ganz lange her. Warte mal, war das nicht irgendwo hinten bei dem Dorf vom Bauernhof aus irgendwo weiter? Da war, glaube ich, eine Wüste, oder? War da eine Wüste? Da wollte ich mich gerade auf den Weg hin machen, aber ich guck da gleich nochmal. Aber erstmal hier nochmal kurz in Dingens schauen. Hier, Bauernhaus. Also ich glaube, da könnte was gewesen sein. Gewesen? Gewesen. Gewesen, apropos gewesen, ich gebe mal schnell den Kühen was zum Fräsen. Zum Fräsen, jawohl. Mach mehr Kühe. Für Bücher. Mach mehr Kühe für Bücher, das klingt irgendwie seltsam. Klar. Das ist ja auch, also ich weiß nicht, wieso das seltsam klingen soll. Ich finde, das klingt voll logisch. Ist doch klar, dass du Kühe brauchst, um Bücher zu kriegen. Ja. Logic, ne? So. Schwert. Was? Tür zu. Tür zu, sage ich. Spielst du gleich für die Kühe den Schnitter, oder was? Ja. Den Kuhschnitter. Kuhgeschnittertes. Lecker, lecker, lecker. Das Jute. Vier Kühe und drei Leder. Ach ja, diese Wahlwerbung von der Partei, ne? Wenn sie uns wählen, bekommen sie 2 Pfund gehacktes. Ist doch geil. Ja, und Bananen. Finde ich super. Und vor allem, wie sie halt die Gurken dazu zeigen, ne? Haben die Gurken dazu gezeigt? Ich hab's mir nur angehört, hauptsächlich. Das waren geschälte Gurken, die sie da eingeblendet haben. Ah, ja, ist doch gut. Ja, da gibt's ja so diese Bilder hier, ne? So diese Ostbilder praktisch, so, ne? Oh, meine erste Banane und dann halt so eine Gurke, die geschält ist, ne? Das ist gemein, sowas. Ja, aber lustig. Ja, durchaus. Und wir dürfen sowas lustig finden, kann ich nur immer wieder betonen. Genau. Denn das ist, wie es auch mal in South Park erklärt wurde, ne? Wenn man sowas selber isst, ne? Dann darf man auch Witze drüber machen. Oder dann wird's auch nicht rausgepiepst. Genau. Wie war das? Weil sie ja gesagt haben, sie wären schwul, oder wie war das? Ich glaube, so war das. Und saßen sie ja dann zu zweit im Pool oder so. Und ja, egal. Vielleicht kennt ihr ja die Folge. Also ich nicht. Ich bin aber kein South Park-Fan. Weiß vielleicht der eine oder andere. South Park ist geil. Es gibt nur eins, was ich sehr traurig finde. South Park. Das Kenny immer stirbt. Nein. Der arme kleine Junge. Er ist so tapfer. In jeder Folge kämpft er sich wieder ins Leben und stirbt trotzdem wieder. Ja. Mal ganz kurz ein anderes Thema, wo ich gerade an dieser Nelbenbrücke langlaufe. Wir brauchen noch einen Namen für die andere Brücke. Welche Brücke jetzt gerade? An der Nelbenbrücke hier zum Dorf. Achso, stimmt. Hat die eine hier noch gar keinen? Nope. Leute, wir brauchen einen Namen. Go, go. Denkt euch was aus. Genau, ihr wisst doch, wir sind viel zu faul dazu. Ja. Wir sind so faul, wir gehen nicht mal, wir nehmen nicht mal am Faulheitswettbewerb teil. Nein. Nee, eigentlich, wenn wir am Faulheitswettbewerb teilnehmen, weil man per Briefwahl nominiert wird und so, ne, dann gewinnen wir automatisch den 4. Platz, damit wir nicht aufs Treppchen müssen. Also, Gogo, will ich jetzt hier drunter haben, jetzt genau. Und genau du da musst das jetzt machen. Ich? Ja, du. Warum ich? Immer nein, ich. Nein, nicht du. Der da hinter dir. Oder der da gerade vor dem anderen Monitor sitzt. Ey, das ist doch ganz egal. Hauptsache OSC. Das was? Die da. Hä? Da kennt jemand keine alten Werbung. Nein. Ich mag Werbung nicht. Werbung ist klasse. Da weiß man, da lernt man immer die neuesten Produkte kennen, die voll wichtig sind. Ich finde Produktinformationen sehr schlecht. Warum? Ich will nicht über Produkte informiert werden.
Wenn Sie dieses Produkt kaufen, dann beweisen Sie, dass Sie sehr Hipster sind. Ah. Da sag ich dann YOLO und kauf's nicht. Und es wächst dann so rum, ne? Genau. Gott, lass uns nicht wieder damit anfangen. Okay. Yuri will damit anfangen. Ich hatte ja eigentlich keine Lust zu, aber jetzt ist natürlich ein Pflichtprogramm. Ganz schlimm, ganz schlimm. Jetzt machen wir so hier. Wüste. Hab ich schon was vorbereitet? Wüste. Bin ich da. Tot. Mit Zug überfahren worden. Die Wüste. Ja. Sehr cool. So läuft das halt mit Wüsten, ne? Das Ganze nennt man dann Wüstentod. Ah, verstehe. Mhm. Klingt logisch. Aha. Jupp. Huch. Da war eine Kuh auf dem Baum. Was macht denn da die Kuh auf dem Baum? Da steht eine Kuh auf dem Baum. Und ich bringe Kühe um, die nicht auf dem Baum sind. Was? Warum bringst du Kühe um? Das finde ich voll nicht okay. So, ich habe hier mal ein bisschen da das Ding eingezäunt. Ich will den Kühen ans Leder. Oho. Du bist mehr einer. Das schon beim ersten Treffen, ne? Ja. Ich will den schon ans Leder. Nach der ersten Sekunde quasi. Ja. Ist das dann so Leder haben auf den ersten Blick quasi? Das ist mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Können wir uns vielleicht lieber erstmal kennenlernen? Nein, jetzt sofort. Komm, gib mir. Ich zieh dir das Leder vom Leib. Da ist eine Wüste und da ist ein Dorf in der Wüste. Waren wir schon mal in einem Dorf in der Wüste? Weiß ich nicht. Moment, ich guck mal schnell die 200 Folgen durch. Ja, also Yuri ist gleich wieder da. Geht gleich weiter. Bitte warten Sie. In Kürze geht es weiter. Nee, waren wir noch nicht. Okay, alles klar. Das ist doof. Ja. Juvi ist doof. Oh ja, aha. Juvi ist doof. Schreibe ich mir mal hier auf meinen großen Merkzettel. Juvi ist gleich doof. Du hast vergessen, dass du gar nicht schreiben kannst. Das ist ganz schön doof von dir. Ich habe gerade 3 Kreuze gemacht. Aha. Da weiß ich dann morgen wieder, was ich wusste, was ich aufgeschrieben habe. Da weißt du morgen wieder, was du gestern wusstest. Das ist, was? Lass uns über was anderes reden. Oh, das Wetter hier in der Wüste ist warm. Regnerisch. Ja, nö, warm. Es pisst wie aus Eimern. Ja. Den ganzen Tag in der Wüste. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Zur Wüste? Arsch mit Ohren. Sagst du zur Wüste? Das ist ganz schön gemeint von dir, die arme Wüste. Die hat auch Gefühle, ja. Na und? Ist mir doch Wumps. Ist mir doch egal, ey. Von so scheiß Wüste, die interessiert mich nicht, ey, weißt du? Ja, weißt du, Wüsten, die sind nämlich voll dumm. Boah. Hey, wenn jetzt die Mutti von der Wüste kommt, weißt du, das, der Schneegletscher, ja? Dann bin ich voller Wüstenarsch. Dann bist du so richtig tief gefrostet, ne? Denn man weiß ja, ne, Frost da ist für alle da. Ja, das weiß man bekanntlich. Ja. Gibt's Frost da eigentlich noch? Ja, klar. Ja? Froster, die haben ja ihr... Jetzt kommt die Froster-Werbung von Ballas, ne? Das ist total geil. Die haben ja inzwischen auch ihr ganzes Konzept so ein bisschen noch mit angepasst, dass sie wirklich nur Produkte haben, die wirklich natürlich sind und so weiter drin. Also was jetzt so ohne irgendwelche genmanipuliertes Zeugs und sowas hergestellt wird, das ganze Essen von denen. Okay. Und da haben die halt wirklich auch geschaut, dass sie da praktisch, sag mal... Dass sie da dann Lieferanten dann auch da passende dafür finden und so weiter. Also da haben die auch einiges Zeug aus dem Sortiment genommen, was sie vorher hatten, was es jetzt nicht mehr gibt. Dafür haben die ein paar neue Sachen dann mit reingemacht und so. Okay, das heißt, sie sind jetzt voll auf dieser Bio-Schiene. Die haben halt so ein bisschen so ein Nachhaltigkeitsdingens da mit reingenommen, ne? So in ihr Programm. Wenn es dann stimmt, finde ich es auch gut. Also soweit, ich hab da ein paar Reportagen mal drüber geschaut und so, also ich schaue ja gerne so Reportagen über so Fresszeugs und sowas gerade, liegt auch daran, dass ich in die Richtung auch arbeite, ne? Ja.
Und es sah soweit, was ich da gesehen habe, auch vom Recherchezeug und so, sah es schon relativ glaubwürdig alles aus, würde ich ja sagen. Weil ich bin ja immer ein bisschen kritisch, ich lasse mir ja nicht alles erzählen. Irgendwie. Also wie gesagt, das war das, was man so, wie man das so gesehen hat und so, sah schon relativ glaubwürdig alles aus. Ja, das ist ja, wenn das denn so ist, dann ist ja alles gut. So, ich muss mal wieder in den Nether. Nein, geh nicht in den Nether, zumindest nicht ohne Peter. Ich brauche nämlich noch mehr, ich brauche nämlich noch mehr Soul Sand. So, jetzt muss ich erstmal wieder heimfinden, aber kriege ich irgendwie hin. Ich glaube, es war da lang. This way. Gibt's ansonsten noch irgendwas Neues? Ja, ich bin wie immer fleißig am Mangas lesen. Kling, so Portal. Yay. So. Und ansonsten stresst die Arbeit bei mir im Moment ganz schön. Ja, nicht nur bei dir. Deswegen habe ich es auch immer noch nicht geschafft, L.A. Noir aufzunehmen. Das mache ich wahrscheinlich heute endlich mal wieder. Nur bei uns, nur noch mal kurz zur Erklärung, bei uns im Laden gibt es jetzt so langsam das neue Sortiment für 2014 und das muss man jetzt planen und gucken und tun und machen und irgendwie arbeite ich den ganzen Tag immer ganz lang. Deswegen. Ja, der kommt in letzter Zeit immer so spät nach Hause und dann ist das meistens das Essen schon kalt und das habe ich dann schon weggeschmissen und dann schlafe ich auch schon. Ja, genau. Und dann haben wir keine Zeit mehr, um noch ein bisschen Zärtlichkeiten auszutauschen. Letztens habe ich an den einen Tag ja bis 22 Uhr gearbeitet und deshalb wurde ich um 19 Uhr eigentlich Feierabend habe. War normal. War voll super. Glaube ich dir. Ja, aber das bloß mal kurz zur Erklärung. Genau. Dann wisst ihr mal Bescheid, wie das so aussieht bei uns. Stressig. Gott. Jetzt bin ich aber falsch gelaufen. Ballas, kannst du mir mal die Koordinaten geben? Ich bin gerade im Nether. Ich bin ein bisschen schlecht, die Koordinaten zu geben. Shit. Warte, ich kann dir mal, warte mal, auf welcher Taste war nochmal hier dieses Koordinatenzeug anzeigen? F3, glaube ich. Ja, Tatsache. So Moment, meine Nether-Koordinaten sind x minus 23. im Soulstone versinkt man ein bisschen drin, deswegen ist man langsamer. Das ergibt Sinn. Ist mir nie aufgefallen, dass man ein bisschen drin langsamer ist. Ist ja egal, meine Nether-Koordinaten, die helfen dir wahrscheinlich eh nicht. Nee. Also, die helfen dir sicher eh nicht. Jetzt bin ich nämlich vollkommen in der Wüste. Scheiße. Ich hatte mir die auch mal irgendwo aufgeschrieben, warte mal. Ich bin eh gerade auf dem Rückweg. Moment, ich laufe gleich weiter. Ich muss mal kurz hier in meinem... So, wir haben minus 100... Also ich bin jetzt gerade aktuell minus 108, minus 20 ungefähr. Das ist dann ein Punkt circa in der Mine, also... Minus 108? Minus 20, ja. Ich bin gerade am Hocharbeiten, also irgendwo 20 rum. Wenn du plus 20 rum hingehst, dann bist du ziemlich am Ziel. Ja, dann ist das irgendwo in die Richtung. Krass, wo bin ich denn jetzt hier gerade lang gerannt? Ich weiß es nicht. Na gut. Es ist schon wieder Nacht hier geworden. Was ist da los? Er hat wieder jemand das Licht ausgemacht. Oh, Moment, erstmal hier kurz richtig hinsetzen. Da ist man mal ein halbes Leben lang im Nether, weißt du, und dann ist schon wieder Nacht. Ich hatte gerade mein Gamescom-Ticket überfallen. Oh, hier sind Pferde. Haben wir eigentlich Sättel? Nee, ne? Nee, da haben wir noch nichts gefunden. Mist. Sehr schade eigentlich. Wie viele Pferde? Ja klar, so langsam kann man damit ruhig mal anfangen. Und dann spielen wir hier Brokeback Mountain nach. Das ist ein Film, den habe ich nie gesehen. Und ich auch nicht. Aber ist auch nicht schade drum, würde ich sagen. Sollte der nicht aber eigentlich ziemlich gut sein? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Kennt ihn jemand von euch? Also, würde mich mal interessieren, wie das so ist. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Genau, wir werden sehen. Kann man sich ja eigentlich mal reinziehen. Ich muss mir auch immer noch mal den Film nochmal angucken, den wir uns damals in Köln gekauft haben. Damals vor 3 Wochen. Cloud Atlas? Nee, den haben wir ja geguckt. Ich rede von, oh Gott, wie hieß er denn gleich? Ist das Schweigende Lämmer? Watchmen? Nein, Watchmen war es nicht hier, mit dem Polizisten da. Gott, wie hieß der? Polizisten? Achso, den hatten wir ja dann nicht angeschaut, oder? Nee, der ist immer noch original verpackt. Genau.
Ich weiß es nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Er hieß der Film mit dem Polizisten, der einen Namen hatte. Den man sich aber nicht merken kann, weil der Name voll kompliziert ist. Mm. So hieß der Film. Vor allem, als ich angefangen hatte, davon zu erzählen, wusste ich ihn noch. Sehr gut. Manchmal ein bisschen seltsam. Ich bin stolz auf dich. Ja, mein Kurzzeitgedächtnis ist legendär. Ein Ultra-Kurzzeitgedächtnis. So, ich bin übrigens wieder auf dem richtigen Pfad. Oh, Juri ist auf dem richtigen Pfad. Ich wandle auf dem richtigen Pfad. Geh nicht ins Licht. Doch. Hui. So, da ist das Bauernhaus. Egal, ich hinterfrage das nicht. Was denn? Warum ich das hier so sortiert habe in meiner Tasche. In meiner Kiste. Egal. Wie gesagt, ich hinterfrage es einfach nicht. Gut. Das ist das Beste, was ich machen kann. Mäh, mäh, ihr bunten Schafe. Mäh. Ich bin ein Schaf. Fällt gerade ein, ich habe vergessen, die Kühe zu melken. Ja, quasi. Wie war das? Da habe ich heute gelesen. In Terra. Das war eine sehr schöne Unterhaltung. Wie jemand erklärt hat, wie dieses Pay to Win funktioniert und warum. Und dann irgendwie hat so Melkmaschinen, eine Melkkaufstrategie oder sowas drin. So von wegen, du musst erstmal so und so viel Euro ausgeben, damit du überhaupt eine Chance hast im Spiel, dass du auf einem anständigen Stand bist. Und da hat das erklärt mit einer Melkmaschine, ne? Also wenn alle Bauern Kühe melken und du hast eine Melkmaschine, dann ist das so wie Pay to Win. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Ja, das ist irgendwie ganz cool, ja. So wie er es halt gebracht hat. Also so, ja, wenn alle Bauern ihre Kühe von Hand melken und du eine Melkmaschine hast, dann ist das Pay to Win. Ein schöner Vergleich auf jeden Fall. Auf den muss man auch erstmal kommen. Ich fand das irgendwie sehr super, ja. Also den habe ich auch ein bisschen gefeiert, den Kerl.